Vor allem alles mit einem Schloss. Serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Ich weiß die Kombination. Haha, die habe ich mir gemerkt. Oh, Maps, Notes, Coordinates, Photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Okay. Oh, das sind wir. Das ist, Score. Back to Chloe now. Ah, ich musste das sogar machen. Oh. Look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Ja, das mag ich gerne. Excuse me. Just one picture, please. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Okay, dass das Brett wegstellt, hat Konsequenzen. Stellen wir es mal wieder da zurück. Weil ich schätze, dass die Konsequenz ist, dass er halt mitbekommt, dass wir hier waren. Dass wir gestöbert haben, geschnüffelt haben. Das muss ja nicht sein, ne? Give up William, but defend David? Would Chloe hate me if she knew? Vermute schon, Chloe! Ja. Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. It's Kate, Nathan, and Rachel. Plus there's some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Let's get the hell out. Ja, wie wär's, wenn man nicht mit dem Schüler darüber spricht? But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be her friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes. I'm on it. Max. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down.
Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while, but I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Und das ist doch schön, wenn es ihr wieder gut geht. Und selbst Victoria eine nette Zeichnung dagelassen hat. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Ja, das ist schon, das ist viel wert. She is still working on her book report. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Das ist ein cooles Bild. Das mag ich, das finde ich cool. Ja, wollen wir mal ein bisschen uns erst umgucken, ja? That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Boah, Nathan, ey, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Ich weiß, du hast mich und aus gutem Grund, aber ich will dir nur wieder lächeln. Aber ich will dich nur wieder lächeln sehen. Sag mir bitte, wenn du irgendwas brauchst. Ja, ich glaube halt auch, dass Victoria halt irgendwie. Nicht so schlimm ist, wie alle immer tun. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Liebe Kate, ich wollte Ihnen nur eine schnelle Besserung wünschen und Ihnen versichern, dass die ganze Blackwell Academy für ihre Rückkehr betet. Die Schüler und das Lehrpersonal haben eine Veranstaltung in ihrem Namen organisiert und nie zuvor habe ich eine solche Welle der akademischen und gemeinschaftlichen Unterstützung für eines Mitschülers gesehen. Ich weiß, unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, wir denken an Sie. Wenn Sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht zu fragen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor. Der Direktor. Auf gar keinen Fall verlasse ich das jetzt einfach so. Thank you, sisters. You really saved Kate. Ah, das stimmt. Das haben wir schon gesehen. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. If this gets Kate through the night, so be it. Blumen, die hat sie alle behalten. I don't think get well is quite apropos. Naja, schon irgendwie, finde ich. Dann wollen wir uns aber auf die Stühle setzen. Ein bisschen die Zeit mit ihr hier genießen. It's amazing to just sit here quiet with Kate again. Ja, das glaube ich, dass das für sie ein schönes Gefühl ist. How much destiny I'm changing. But whoever said we only have a single fate? Time travel is such a mindfuck. Das glaube ich. Vor allem, dass es richtig gefährlich ist, haben wir auch gesehen. Also, das ist nicht ohne durch die Zeit zu reisen.
Das kann sehr, sehr gefährlich sein und sehr, sehr große Konsequenzen haben. Wollen wir nochmal mit dir reden? It is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be not nice. But I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No, I think it will take more than that, Max. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan, like, a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along, too. What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. You know he likes you. And I'm going to the drive-in with him, so we'll see. With everything that's going on, a date seems weird. No, you deserve that. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. I wish I could have gotten his ass kicked out of Blackwell. Me too. But his dad would never let that happen. I thought I had a family. So what is going on with him now? I assume he'll show up at the Vortex Club party tonight like nothing happened. And nobody can do anything to him after what he did. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our mission. Oh, ob das so gut war? You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Alles klar, das mache ich gerne doch. Aber finde ich gut, dass wir sie mit einspannen, dann hat sie auch eine Aufgabe. Bevor wir unseren Posten hier verlassen, wir haben, glaube ich, wieder ein bisschen was zu lesen. Glaube ich schon gelesen. Das haben wir auch gelesen. Das haben wir auch gelesen. Das haben wir auch gelesen. Da haben wir heute nämlich mit angefangen. Das haben wir auf jeden Fall auch schon gelesen. Das hatten wir auch gelesen. Das haben wir, glaube ich, auch gelesen gehabt. Genau, und dann habe ich mich vor David gestellt.
mit dem durchs Leben schummeln auch. Das auch, dann wird die Waffe weggelassen. Und ich glaube, ab da ist neu. Nie wieder eine Zeitschleife. Ich weiß gar nicht, wo ich mit Erklärung anfangen soll. Wenn ich zu sehr über die Auswirkungen nachdenke, schmilzt mein Hirn. Wenn ich es beschreibe, klingt es, als sei es jemand anderem passiert. Chloe war so wütend, als wir entdeckten, dass zwischen Rachel und Frank Bowers wirklich was lief und sie explodierte einfach. Ich kann nicht mit ihr reden, wenn sie so ist und ich um ihre Emotionen einen Eiertanz aufführen muss. Sie gibt William die Schuld an ihrem verhunzten Leben, auch wenn sie weiß, wie unfair das ist. Ich wäre vermutlich genauso verhunzt. Nicht, dass ich das auf meine Art nicht eh bin. In meinem Zimmer konnte ich nun daran denken, wie sehr ich zurückreisen und Chloe helfen wollte. Ich schaute mir das Foto an, das William an seinem Todestag von uns gemacht hatte, und plötzlich begann es zu pulsieren, als sei es 3D und ich könnte hineinsehen. Dann war ich wirklich zurück im Foto. Ich war 13 Jahre alt und Chloe und in Chloes Küche im Jahr 2008. Mit Chloe und William. Kurz bevor er das letzte Mal mit Joyce abholen wollte, da meine Kräfte nun einmal diese neue Art der Zeitreise ermöglichen, beschloss ich, William auf keinen Fall nochmal sterben zu lassen. Also spielte ich Schlüssel verstecken, bis er den Bus nehmen musste. Ich war so glücklich, William gerettet zu haben, dass ich nie daran dachte, was schief gehen könnte. Ich wusste, etwas ist faul, als ich von der Zeitreise zurück war und Victoria Chase sah. Sie war jetzt meine Freundin und ich Mitglied des Vortex-Clubs. Oh, graus. Ich hatte es versaut. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken, was ich bei Chloe verändert haben könnte. Dann sah ich David Madsen den Schulbus fahren. Er sah kein bisschen bedrohlich mehr aus und ich wollte nicht wissen, wie er Busfahrer geworden war, statt Joyce zu heiraten. Mein Herz sank, als ich zu Chloes Haustür eilte. Als William die Tür öffnete, machte ich mich aufs Schlimmste gefasst. Dann kam Chloe in ihrem Rollstuhl zur Tür, gelähmt vom Nacken abwärts. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also hielt ich nur die Hand vor den Mund. In meiner typischen Geste von Schock und Dummheit. Aber Chloes Lächeln war so aufrichtig und schön, dass ich fast weinte. Ich musste mich daran gewöhnen, ohne auszuflippen oder Chloe zu sagen, dass ich Zeit und Raum verändert hatte, um ihren Vater zu retten, nur damit sie in einem Autounfall gerät, der sie lähmt. Aber es war immer noch Chloe, nur ohne die ganze Wut. Diese Chloe war dankbar, am Leben und bei ihrer Familie zu sein. Chloe bat mich, die Nacht über zu bleiben, also tat ich es. Mir fiel auf, wie kaputt Teile des Hauses im Vergleich zu vorher waren. Ich sah die unglaublich teure Ausstattung, die Chloe benötigte, und ihr neues Zimmer in der Garage. Sorry, David. Obwohl ich mich furchtbar und isoliert fühlte, war Chloe so quirlig und aufgeregt, wieder mit mir rumzuhängen. Auch nachdem ich sie nach dem Unfall so hängen gelassen hatte. Selbst in einer alternativen Realität bin ich eine miese Freundin. Chloes Welt war so neu und einzigartig für mich, besonders ihre Stärke und Sanftheit und ihr Schmerz. Sie brauchte eine ganze Apotheke, um durch den Tag zu kommen, und sie tat mir leid. Ihre Einstellung beeindruckte mich. Diese Chloe gab niemandem die Schuld, obwohl sie es könnte. Wir gingen am Strand spazieren und sahen die gestrandeten Wale. Der Beweis, dass in beiden Realitäten etwas Schlimmes geschah. Dann bat Chloe mich, ihr beim Sterben zu helfen. Der Unfall hatte ihren Körper quasi zerbrochen. Ihre Lungen versagten und sie starb einen langsamen, qualvollen Tod. Sie fühlte sich schuldig wegen all der Opfer ihrer Eltern und den Kosten. Sie war in ihrer Bitte nicht irrational oder gequält, nur pragmatisch. Deswegen fühlte ich mich noch schlechter, sie in diese Situation gebracht zu haben. Niemals würde ich meiner besten Freundin beim Selbstmord helfen. Ich könnte es nicht, besonders nicht nach Kate. Ich weiß, ich hätte Chloes Bitte erfüllen sollen. Immerhin war ich für ihren Zustand verantwortlich, aber wie sollte ich sie
mit Morphium vollpumpen und ihr beim Dahinschwinden zusehen. Ich weiß, sie war unglücklich, aber ich musste mir sagen, dass diese Realität nicht real war. Nach meinem Besuch in Chloes neuer Welt wusste ich, es ist Zeit, zurück in die Zukunft zu reisen. Ich hatte das Ereignis meiner Taten gesehen und hatte Angst, dass meine Kraft nicht mehr funktionieren würde. Das wäre grausames Karma gewesen. Zum Glück konnte ich mich wieder ins Foto begeben und alles rückgängig machen. Lebe wohl, William. Zum zweiten Mal. Und hallo erneut, David. Ich war noch nie so froh gewesen, Chloe zu sehen. Als ich ihr blaues Haar und ihr hübsches, angenervtes Gesicht sah, bereute ich es, sie nicht geküsst zu haben. Vielleicht, wenn sie mich weiter herausgefordert hätte. Ich konnte ihr nicht mal sagen, wo ich gewesen war oder warum. Es würde sie nur noch mehr entfremden von mir und der Welt. Ich musste mich auf die Suche nach Rachel konzentrieren. Chloe hatte Detektivarbeit geleistet, während ich in einer anderen Realität war. Aber jetzt sind wir wieder bei der normalen Realität angekommen. Und haben auch schon die ersten Fotos gemacht. Das finde ich gut. Es fehlen noch ein paar Plätze, sehe ich gerade. Das finde ich auch okay. Ach, das sind dann so die Karten. Okay, hoppala, ich wollte noch gar nicht zurückmachen. Und SMS haben wir gerade auch keine. Das ist gut. Dann, ich hoffe, der Besuch hat dir gefallen. Ich bin dann jetzt mal weg. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Ich glaube, by the way, nicht, dass in dem Krankenzimmer ein Foto war, weil das Überleben von ihr ja nicht zwangsläufig ist, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sie immer rettet und dann könnte ja nicht jeder Spieler die Fotos machen. Ich glaube nicht, dass die Fotos, weil das optionale Fotos sind, dass die von den Entscheidungen abhängig sind, um ehrlich zu sein. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend, Chloe. Yeah. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. So, you don't hate me for what I said to the principal? I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Dann wünsche ich dir mit deinen 750 Stunden eine gute Nacht, Wattli. Schlaf gut.
Und danke, dass du so lange da warst. Aber ich denke auch, dass das jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt ist, um den Stream zu beenden, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier gerade bei einem Checkpoint sind. Und wir deswegen ganz gut zum Hauptmenü kommen. Und deswegen hören wir auch für heute an dieser Stelle, glaube ich, auf. Ja, würde ich sagen. Passt doch ganz gut, ne? Ja. Bestätigen. Mal gucken, wo wir weitermachen nächstes Mal. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht Mist gebaut. Nee, habe ich nicht. Okay. Dann hören wir nämlich für heute an der Stelle auf und machen an der Stelle dann nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich weiß, das war heute ein Auf und ein Ab. Aber das Spiel hat einfach eine Hammergeschichte. Es ist wow, die Atmosphäre, die das Spiel erzeugt, die ist schon mitreißend. Und im nächsten Stream werden wir uns dann mit dem Rest von Episode 4 beschäftigen. Und ja, wahrscheinlich Episode morgen wahrscheinlich, ja. Dann auch Episode 5. Zumindest anfangen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir dann das Spiel auch schon sogar beenden. Traurigerweise. Aber es ist ein Hammerspiel. Hammer Story. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, ganz herzlich fürs Schreiben. Bin damit für heute Abend aber raus und sag Bye bye!